Trail nach San Romero. Bei der Wegekreuzung gerade weiter. Für mich schon eigentlich. Ich fahren kann leider. Ja, es ist wirklich ein schöner Weg.
San Romerio. Chiesa San Romerio. Anna, hallo. Berghütte San Romerio. Abfahrt nach Viano.
Querung des Val Filaid. Viano. Bei der ersten Kreuzung gerade weiter. Und auch bei der folgenden Gabelung gerade weiter. Ruinen-Single Roncaiola. Die Ruinen vom Piazzo. Über eine Treppe gelangen wir in Roncaiola wieder auf die Straße. Abfahrt nach Tirano.
Rechts halten bei den Weingärten im Valtellina. Nach der letzten Serpentine nicht die Abzweigung und den gepflasterten Weg nach Tirano übersehen. Abzweigung in den Trail nach Campo Cologno. Das geht. Thank you.
spitz rechts abzweigen in markierten Trail. Vorsicht bei dem Andreaskreuz mit der Kette auf der anderen Seite. Grotte di Piatomala, wo zwei Dolche aus dem 17. Jahrhundert gefunden wurden. Beim Wegweiser rechts im verblockten Trail hinunter nach Campo Longo abbiegen. Thank you.
da. In Campo Colonio über die Brücke fahren und links in den Pfad einbiegen. Abzweigung zur Route, die uns am 360-Grad-Kreisviadukt von Brusio vorbeiführt. Der berühmte 360-Grad-Kreisviadukt von Brusio. Die Hauptstraße mit Vorsicht gerade überqueren. Linksseitig des Broschiavo-Baches geht es zum Ort Brusio. Vor Brusio fahren wir zuerst den Feldweg hinauf. Fahren dann gerade einen steilen Zinkel zur Straße hinauf. Anfahrt zum Trail zum Lago di Broschiavo.
Nach dem Strommast fahren wir gerade weiter in einen Kahnweg. Und bald darauf in den Zingel entlang der Strommasten. Sobald wir die Hauptstraße erreichen, biegen wir auch schon rechts ab Richtung Uferweg. Der Lago di Poschiavo.
der große Parkplatz und das gelbe Hotel Rasselli in La Prese.